Ja, eigentlich hatte ich ja, also diese Hoffnung hatte ich ja schon aufgegeben, so einen Film zu machen. Also ich wäre ja von mir aus nie auf die Idee gekommen, also so ein Projekt damals der DEFA anzubieten. Umso überraschender war das ja, dass ich von der Dramaturgie, also von Erika Richter und Dieter Wolf, das angeboten bekam. Die aber irgendwie auch schon mit der Direktion gesprochen hatten. Und als ich dieses Szenario, was zweifelsohne ein sehr literarisches Szenario war und wo viele Dinge noch nicht so zugespitzt oder so deutlich zu lesen waren, wie sie dann im Film herausgekommen sind, las, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die einen Film, diesen Film machen wollen und ausgerechnet von dir haben wollen. Und habe das, dachte, naja, vielleicht redst du dir das ein jetzt, weil du froh bist, dass die dir was anbieten. Hab das Roland Dressel gegeben, dem ging es genauso, hab's Kurt Böwe gegeben. Der hat sofort irgendwie ein Ding beim Fernsehen abgesagt und gesagt, das will ich machen. Kann nicht sein. Also wir wussten alle Bescheid. Und dann haben wir das Drehbuch geschrieben. Und das Drehbuch wurde nun einfach filmischer, also das heißt auch zupackender. Und da wurden wir also 14 Tage vor Drehbeginn so etwa plötzlich zum Generaldirektor bestellt. Und es wurde uns eine Analyse von der Leiterin des Lektorats vorgelesen, wo wir alle dachten, so, damit ist der Film gestorben. Weil, also da wurde auf all das hingewiesen, was sie hinterher gesagt haben. Und auch Dieter Wolf als Gruppenleiter sagte damals, jetzt dachte ich, ist vorbei. Und trotzdem wurde der Film gemacht. Und dann, wie gesagt, 10 Jahre später habe ich dann in den Stasi-Akten gelesen, dass also von diesem Protokoll der Mäder an die Stasi geschrieben hat, wir sind uns völlig bewusst, dass es möglich sein kann, dass dieser Film nicht gezeigt werden kann, bevor der Drehbeginn war. Aber wir halten es für das kleinere Übel, Simon in dieser Situation arbeiten zu lassen, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch klappt, so etwa.